Hallo zusammen. Auch wenn es bisher nicht so aussieht, die klassische chinesische Philosophie ist nicht bloß Konfuzianismus und Daoismus. Das sind die Strömungen, die sich durchgesetzt haben, also die, die im weiteren Verlauf der chinesischen Geistesgeschichte den größten Einfluss entwickelt haben, aber sind bei weitem nicht die einzigen. Neben diesen beiden Schulen, die heute für uns die dominanten sind, gab es noch eine ganze Reihe anderer Schulen. Man spricht von der Zeit der 100 Schulen, wenn man sich auf diese Epoche der chinesischen Philosophie bezieht. Also es handelt sich um eine Epoche von maximaler intellektueller Vielfalt. Und eine dieser anderen Schulen ist der Mohismus, den wir uns heute ein bisschen näher anschauen wollen. Der Mohismus wurde begründet von Modi oder auch einfach Murze genannt. In der Antike, also in der chinesischen Antike, ist der Mohismus eine der größten und bedeutendsten Schulen seiner Zeit gewesen, mit unzähligen Anhängern in allen Winkeln des chinesischen Reiches. Aber diese Bedeutung hat der Mohismus dann relativ schnell wieder verloren nach der Gründung des chinesischen Kaiserreiches. Warum? Nun, das liegt unter anderem daran, dass Modi einer der schärfsten Kritiker des Konfuzianismus gewesen ist und dieser Konfuzianismus dann allerdings sehr rasch zur Staatsideologie des chinesischen Kaiserreiches geworden ist. Modi ist also immer so etwas wie der Underdog der chinesischen Philosophie gewesen. Nun, wer war dieser Modi eigentlich? Wir wissen nicht besonders viel über ihn. Er lebte so ungefähr von 480 bis 390 vor Christus, also unmittelbar nach Konfuzius und unmittelbar vor Mencius, also zwischen die Lebenszeiten der beiden größten konfuzianischen Philosophen fällt das Leben von Modi. Es gibt von ihm ein Buch, das Buch Murze, das also in Teilen zumindest von ihm stammt, es enthält aber auch weiteres Material, das aus seinem Schulumfeld stammt, das also von Schülern Modis verfasst worden ist. Es ist also nicht so unbedingt ein Buch, das explizit von Modi selbst stammt, sondern nur in Teilen, sondern eher etwas wie eine Sammlung mohistischer Texte, könnte man sagen. Anders als wir das jetzt bei Konfuzius und auch bei Mencius zum Beispiel kennengelernt haben, stammte Modi nicht aus adligen Kreisen. Also diese Leute, das waren alles Adlige, die aus alten adligen Familien stammten und auch eine gewisse soziale Stellung hatten und auch eine gewisse Bildung, die dieser Stellung entsprochen hatte, genossen haben. Das alles war bei Modi nicht der Fall. Er dürfte wohl eher aus einer niedrigen sozialen Schicht gekommen sein. Vermutlich war er ein Handwerker, der sich irgendwie durch Bildung emporgearbeitet hat, hat möglicherweise auch zeitweise mal geringere politische Ämter inne gehabt, aber so ganz sicher ist das nicht. Manche vermuten auch noch Ärgeres, und zwar basierend auf einer Interpretation seines Namens. Modi, in diesem Wort Modi bedeutet der Ausdruck Mor eigentlich Tusche. Tusche benutzt man im antiken China nicht nur zum Schreiben, sondern auch für Tätowierungen. Das heißt, manche sind der Meinung, dieser Name Modi müsste eigentlich sowas bedeuten wie der Tätowierte die oder Tattoo die oder wie auch immer sie das dann übersetzen wollen. Jetzt waren allerdings im antiken China Tätowierungen Körperstrafen. Das heißt, Verbrecher wurden mit Tätowierungen gekennzeichnet, zum Beispiel mit dem Schriftzeichen des Verbrechens, das sie begangen hatten, mitten auf der Stirn oder so etwas. Könnte es also vielleicht sogar sein, dass dieser Modi in Wirklichkeit eine Art ehemaliger Sträfling oder so etwas gewesen ist? Wir wissen es letzten Endes nicht. Über Modis Leben ist leider nicht besonders viel bekannt. Was wir aber wissen, ist, dass Modi ein ganz anderer Typ von Mensch gewesen ist, als es die Konfuzianer waren. Das spiegelt sich in seinem Denken und auch in seinen Texten wider. Also während beispielsweise die konfuzianischen Texte immer sehr elegant, sehr literarisch, sehr kunstvoll auch verfasst sind, ist Murze eher trocken, technisch und nüchtern. Er legt auch ganz anders als die Konfuzianer in seinem Denken keinen großen Wert auf solche Sachen wie Tugenden, Selbstkultivierung, Bildung und so weiter, sondern er ist ganz der Techniker, der ehemalige Handwerker, der Pragmatiker, der die Dinge machen will. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass aus Murzes Philosophie und aus Murzes Schule die erste formale Logik in der chinesischen Philosophie hervorgeht. Also Murze selber hat die nicht begründet, aber aus der Schule des Mohismus in späterer Zeit stammen die ersten Ansätze einer formalen technischen Logik, die wir aus dem antiken China kennen. Ist allerdings leider nicht wirklich weiterentwickelt worden in der folgenden Zeit. Zu diesem Techniker-Image von Modi passt übrigens auch, dass das Buch Murze ein ganzes Kapitel über Militärtechnik enthält.
Das mag auf den ersten Blick ein bisschen komisch vorkommen. Was haben militärtechnische Erwägungen in einem Buch über Philosophie zu suchen? Aber Modi lehnt den Krieg radikal ab. Modi propagiert eine Art Defensivpazifismus, also ein Pazifismus, der jedwede kriegerische Aggression verbietet, aber trotzdem Verteidigung gegen die Aggressionen anderer erlaubt. Die Idee dahinter ist, wenn alle sich nur gut genug verteidigen, dann hat niemand mehr einen Grund, den anderen anzugreifen, und so wird der Frieden durch eine Art von Abschreckungsgleichgewicht hergestellt. Die Mohisten entwickeln, um dieses Ziel des universalen Friedens durch maximale Verteidigung zu erreichen, eine ganze Reihe von ausgeklügelten militärischen Verteidigungstechniken, um eben Angreifer von potenziellen Attacken abzuschrecken, und stellen dann auch diese Techniken allen freimütig zur Verfügung. Das interessanteste Beispiel dafür ist folgendes, das finde ich immer wieder faszinierend. In der Antike ist die Belagerung von befestigten Städten, also solchen, die mit Mauern umgeben sind, eine praktisch unlösbare militärische Aufgabe. Das funktioniert einfach nicht, weil sie irgendeine Art von schwerem Gerät brauchen, um diese Mauern zum Einsturz zu bringen. Und das gibt es in dieser Zeit einfach noch nicht. Die einzige Möglichkeit, wie man es doch versuchen kann, ist, man untergräbt die Mauern. Das heißt, man baut von außen einen Tunnel unter diese Mauer, sodass ein Hohlraum entsteht und die Mauer an dieser Stelle einstürzt. Und durch die entstehende Bresche in der Mauer können sie dann mit ihren Soldaten in die Stadt vordringen. Nun, was tun die Mohisten? Die Mohisten entwickeln eine riesige Trommel, die in das Fundament einer Mauer eingelassen werden kann und die durch die Schwingungen der feindlichen Minöre, die gerade dabei sind, einen Tunnel zu graben, selbst in Schwingungen versetzt wird. Das heißt, sie hören an Zittern dieser Trommeln, dass gerade irgendjemand vor ihrer Mauer einen Tunnel am Buddeln ist, und können entsprechend Gegenmaßnahmen ergreifen. Interessanterweise, diese antike Militärtechnik wurde in einer Episode von Mythbusters vor einigen Jahren untersucht, und es hat sich herausgestellt, ja, das funktioniert tatsächlich. Schauen Sie sich das mal an, das ist echt witzig. Also, Modi ist ganz der Techniker und ganz der Pragmatiker. Aber wie drückt sich das denn jetzt letzten Endes in seiner Philosophie aus? Nun, Modis Philosophie basiert auf einem einzigen Prinzip. Alles, was er denkt und sagt, lässt sich eigentlich auf dieses eine Prinzip zurückführen. Und will man Modis Philosophie verstehen, dann ist das Einzige, was man eigentlich tun muss, dieses eine Prinzip im Kopf zu behalten. Nun, welches Prinzip ist das? Es ist das Prinzip des Nutzens, oder auf Chinesisch Li. Achtung, dieses Li, der Nutzen, von dem hier die Rede ist, ist etwas anderes als das konfuzianische Li, die Sittlichkeit oder das formelle Verhalten. Das sind zwei ganz unterschiedliche Begriffe, die werden ein bisschen unterschiedlich ausgesprochen und mit ganz verschiedenen Schriftzeichen geschrieben. Also Konfuzius spricht vom Li, das ist das formelle Verhalten, und Modi spricht vom Li, das ist der Nutzen. Also, Modi ist ein Utilitarist. Das Gute ist für ihn zugleich auch das Nützliche. Sehr schön in einer Formulierung hier, die wir uns mal kurz angucken können. Die Aufgabe eines Menschlichen, also des Philosophen könnte man auch sagen, besteht darin, unbedingt danach zu streben, den Nutzen der Welt zu mehren und Übel von ihr zu wenden. Das ist ganz glasklar ein utilitaristisches Prinzip. Und diesen Utilitarismus kennen wir natürlich auch aus der westlichen Philosophie. Wir kennen das insbesondere klassischerweise im 18. und 19. Jahrhundert in Großbritannien, verbunden mit Namen wie Jeremy Bentham oder John Stuart Mill, die als utilitaristische Klassiker gelten. Sie kennen vielleicht John Stuart Mills utilitaristisches Grundprinzip, das da besagt, der größte Nutzen für die größte Zahl. Also gemeint ist für Mill primär das Wohlergehen des einzelnen Menschen. Wir sollen so handeln, dass das Wohlergehen möglichst vieler einzelner Menschen möglichst groß wird. Und das, was dieses Ergebnis bewirkt, das ist das richtige Handeln. Für Murse liegt die Sache etwas anders. Auch ihm geht es um das Wohlergehen. Das ist für ihn auch der Maßstab der Nützlichkeit. Aber nicht das Wohlergehen des Einzelnen ist sein Kriterium, sondern das Wohlergehen des Volkes oder das Wohlergehen der Welt, wie es in dem Zitat heißt, das wir uns gerade angeschaut haben. Modi geht es also nicht um das Wohlergehen oder den Nutzen für das jeweils einzelne Individuum, sondern für die Welt als Ganze. Und da hat er vor allen Dingen das physische Wohlergehen der Welt als Ganze im Sinn. Also vor allen Dingen solche Sachen wie
Sicherheit, Frieden, Schutz vor Hunger, Schutz vor Krankheiten und so weiter und so fort. Sein Utilitarismus ist also ein ganz praktisch orientierter Utilitarismus. Er kennt nicht so etwas wie ein abstraktes Konzept des Glücks, das in so etwas bestehen könnte wie Erfüllung von Präferenzen oder das bekommen, was ich will. Nein, sondern er hat da ganz konkrete, praktisch-pragmatische Maßstäbe, an denen sich Glück und Wohlergehen messen lassen. Und daran lässt sich für ihn dann letzten Endes auch die Nützlichkeit von irgendwelchen Handlungen erkennen. Bisher ist dieser Utilitarismus, tue das Nützliche, allerdings nur so eine Art, sagen wir mal, Lehrformel. Wir haben hier nämlich noch gar nicht geklärt, was ist denn eigentlich das Nützliche? Also welches Verhalten soll man denn nach Modi bitteschön wählen, um für die Welt den größtmöglichen Nutzen zu erzeugen? Und auch da ist die Sache von Modi eigentlich ganz einfach. Er kennt in seiner Ethik nur eine einzige Maxime. Und diese Maxime lautet gegenseitige Liebe. Sein moralischer Imperativ, so könnte man es ausdrücken, ist folgender: Liebe den anderen wie dich selbst, dann werden alle profitieren. Schauen wir uns auch dazu mal kurz ein Zitat an. Da sagt Modi: Ein weiser Mann, der sich mit Politik befasst, muss begreifen, wie Unordnung entsteht. Sie entsteht, weil es an gegenseitiger Liebe fehlt. Wenn nämlich Untertanen oder Kinder ihren Fürsten oder Vater nicht respektieren, nennt man das Unordnung. Die Kinder lieben dann nur sich selbst, nicht aber ihren Vater, den sie sogar schädigen, um sich selbst zu bereichern. Die Untertanen lieben dann ebenfalls nur sich selbst, nicht aber ihren Fürsten, den sie sogar schädigen, um sich zu bereichern. Angenommen, es herrschte auf Erden allgemeine gegenseitige Liebe, sodass man andere Menschen genauso lieben würde wie sich selbst. Gäbe es dann noch pflichtvergessene Kinder? Wenn man fremde Leute Haus wie das eigene betrachtet, würde es dann noch Diebe geben? Angenommen, es herrschte auf Erden allgemeine gegenseitige Liebe, dann würde kein Land ein anderes angreifen und keine Familie eine andere schädigen wollen. Also das ist sein Ideal, sein Grundprinzip, wie der Nutzen für die Welt bereitgestellt werden sollte, die gegenseitige Liebe. Modi diagnostiziert als Ursache für Chaos und Unfrieden, also genau das Gegenteil von Nutzen, einen Mangel an gegenseitiger Liebe. Konsequenterweise lautet die Lösung: Es muss gegenseitige Liebe geben, dann verschwinden Chaos und Unordnung. Nun ist dieser Begriff der gegenseitigen Liebe allerdings höchst missverständlich. Gegenseitige Liebe trifft eigentlich gar nicht so gut das, was Modi meint mit diesem Ausdruck. Dummerweise ist das aber eine wörtliche Übersetzung dessen, was Modi auf Chinesisch da sagt. Der chinesische Ausdruck ist Jian Ai und dieses Wort Ai, das darin vorkommt, bedeutet tatsächlich Liebe. Also es ist auch genau das Wort, was im modernen Chinesisch Liebe bedeutet, was sie gebrauchen würden, zum Beispiel, wenn sie jemandem sagen wollten, ich liebe dich oder so etwas. Trotzdem meint Modi eigentlich keine Liebe. Keine Liebe im Sinne von affektiver oder emotionaler Liebe. Also er spricht nirgends davon, dass ich dem anderen irgendwelche liebevollen Gefühle gegenüber haben sollte. Mozart meint etwas viel Pragmatischeres. Er meint einfach nur eine Haltung des gegenseitigen Nutzens mit gegenseitiger Liebe. Schauen wir uns dazu nochmal ein kleines Zitat an. Er sagt da: Wer andere liebt, den werden so mit Sicherheit auch die anderen lieben. Wer anderen nützt, dem werden so mit Sicherheit auch die anderen nützen. Wer andere hasst, den werden so mit Sicherheit auch die anderen hassen. Wer anderen schadet, dem werden so mit Sicherheit auch die anderen schaden. Was ist hieran so schwierig? Also Liebe bedeutet für Modi ganz einfach dem anderen nützlich sein, beziehungsweise das Wohlergehen des anderen vermehren. Und hassen bedeutet genau das Gegenteil, also dem anderen schaden oder seinen Nutzen mindern. Der emotionale Aspekt, der in diesem Wort Liebe für uns immer mitschwingt, der ist überhaupt nicht gemeint, der ist auch gar nicht relevant. Deshalb würde ich sagen, ist gegenseitige Liebe eigentlich kein besonders guter Ausdruck für das, was Modi meint. Er nennt es zwar Liebe, aber er meint nicht Liebe. Und wenn man sich die Texte genau anschaut, ist das, was er da beschreibt, auch nicht vergleichbar mit Liebe. Besser wäre es vielleicht, von so etwas wie gegenseitiger Fürsorge zu sprechen. Oder wenn Ihnen das noch zu emotional nahe ist, könnte man auch ganz einfach von Solidarität reden. Der Begriff der Solidarität passt meines Erachtens am besten, auch wenn das keine wörtliche Übersetzung ist, denn er enthält gar keine emotionale Bindung. Solidarität bedeutet einfach nur eine gegenseitige Unterstützung verschiedener Menschen aufgrund von geteilten Interessen. Ich kann mit jemandem solidarisch sein, ohne den lieben zu müssen oder so etwas. Diese Idee von gegenseitiger Liebe, die macht nun den Kern der Ethik des Modi aus und sie ist zugleich die schärfste Kritik am Konfuzianismus, die wir innerhalb der antiken chinesischen Philosophie finden. Modis
Ideal der gegenseitigen Liebe oder besser gesagt halt der Solidarität ist nämlich ein universalistisches Ideal. Sie erinnern sich vielleicht an Konfuzius, da hatten wir über einen ethischen Partikularismus gesprochen. Für Konfuzius steht der Mensch immer, so hatten wir es da gesagt, in konzentrischen Kreisen und diese konzentrischen Kreise stellen jeweils die unterschiedlichen sozialen Beziehungen dar, in denen sich der Mensch befindet. Also er ist Mitglied einer Familie, eines Staates, der Welt insgesamt und so weiter und so fort. Und jeder dieser Kreise hat für Konfuzius seine eigenen ethischen Anforderungen. Was das Gute ist, sagt Konfuzius, das kann nicht unabhängig von der sozialen Rolle, die ich spiele, von meinem sozialen Kontext festgelegt werden. Was gut oder falsch ist, kann ich nur entscheiden, wenn ich berücksichtige, ob ich jetzt in dieser Situation als Sohn oder Vater oder Bürger des Staates oder Untertan oder was weiß ich was involviert bin. Deswegen kennt Konfuzius ja so einen langen Katalog von verschiedenen Tugenden, die den jeweiligen sozialen Rollen entsprechen. Es gibt für ihn nicht die eine Tugend für alles, sondern nur jeweils Teiltugenden für Teilbereiche des Lebens, die von unseren sozialen Rollen abgetrennt werden. Für Modi sieht die Sache aber ganz anders aus. Er ist kein Partikularist, sondern er ist Universalist. Es gibt für Modi ein einziges ethisches Prinzip, das immer und überall Anwendung findet. Und dieses Prinzip heißt einfach, sei dem anderen nützlich. Diese Nützlichkeit oder dieser Imperativ, sei dem anderen nützlich, das hängt nicht von sozialen Rollen, von Hierarchien und so weiter ab, sondern das gilt für ihn wirklich universal. Er schreibt, ein menschlicher Plan für die Welt, nicht anders als ein pietätvolles Kind für die Verwandtschaft. Und mit dem pietätvollen Kind spielt er natürlich auf Konfuzius an. Sie erinnern sich, Konfuzius, der Primat der Familie. Alle Beziehungen in der Welt sind modelliert nach dem Vorbild der familiären Beziehungen. Das heißt im Prinzip hier eine ganz klare Ablehnung des Partikularismus. Der Menschliche, das heißt der in Modis Philosophie geschulte, der plant für die ganze Welt so, wie es ein Konfuzianer für die eigene Familie tun würde. Für Modi gibt es keine sozialen oder ethisch relevanten Abstufungen zwischen den Menschen, sondern alle haben gleichermaßen und gleichem Ausmaß Anspruch auf Berücksichtigung durch die Ethik. Also an die Stelle dieses komplexen Systems von sozialen Unterscheidungen mit entsprechenden ethischen Abstufungen, wie es das bei Konfuzius gibt, an diese Stelle tritt für Modi das universale Prinzip der gegenseitigen Liebe, das für alle und jeden gleichermaßen und ohne Einschränkungen gilt. Das bezieht sich also auf Mitglieder der eigenen Familie, genauso wie auf Fremde und auf Bürger des gemeinsamen Staates, genauso wie auf andere Menschen. Also es bezieht sich uneingeschränkt auf jeden. Wo Konfuzius den Menschen in vielen konzentrischen Kreisen sieht, da sieht ihn Modi nur in einem einzigen Kreis. Nämlich der Welt insgesamt. Modi bezieht also in seiner Ethik einen ganz konsequent neutralen ethischen Standpunkt, der radikal von diesem subjektiven, vom eigenen Standpunkt abstrahiert. Man könnte ihn also mit Fug und Recht als den Entdecker einer objektiven Ethik in der chinesischen Philosophie beschreiben. Zu dieser Objektivität passt nun auch seine Begründung der Ethik. Schauen wir uns dazu nochmal ein kleines Zitat an. Er schreibt, würden die Menschen nun einander mitlieben und gegenseitigen Nutzen tauschen, so würde ihnen das unzählbaren Nutzen bringen und wäre überdies sehr einfach zu bewerkstelligen. Also, warum sollen wir diese gegenseitige Liebe praktizieren, beziehungsweise neutraler ausgedrückt, warum sollten wir solidarisch miteinander sein? Für Modi ist die Sache ganz einfach, weil es nützlich ist. Modi begründet seine Ethik eben nicht wie Konfuzius mit einem Verweis auf die Tradition und die Kultur. Er verlangt auch keine Einübung in eine moralische Praxis, keine Selbstkultivierung, keine Charakterformung oder so, also ganz anders als Konfuzius. Seine Begründung für Moral ist rein rational. Menschen streben nun mal nach Nutzen, das ist eine allgemein bekannte Tatsache. Sie wollen also für sich das Beste rausholen, sie wollen, dass es ihnen möglichst gut geht. Und wechselseitige Solidarität ist das effizienteste Mittel, um für jeden Einzelnen dieses Wohlergehen zu erreichen. Das zu akzeptieren, setzt nichts weiter voraus als eine Einsicht in ein vernünftiges Argument. Modi ist also nicht nur so etwas wie der Erfinder einer Objektivität in der Ethik, in der chinesischen Philosophie, sondern er ist auch der Erfinder einer Ethik aus reiner Vernunft. Seine Ethik ist anders als die von Konfuzius eben nicht auf Kultur und Tradition aufgebaut, sondern bloß auf einer rationalen Einsicht in das Verhalten von Menschen. Das macht ihn
um einiges anschlussfähiger an die moderne westliche Ethik, die von einem ganz ähnlichen Grundgedanken ausgeht, als das eben bei Konfuzius der Fall ist. Aber wie funktioniert das Ganze? Wie bringt man denn jetzt laut Modi eigentlich die Menschen dazu, solidarisch miteinander zu handeln? Hier ist Modis Philosophie leider deutlich weniger modern. Seine Lösung lautet nämlich, ja, man befiehlt es eben ganz einfach. Er sagt, wenn aber ein Herrscher an einem solchen, also dem solidarischen Verhalten, Gefallen fände, zu ihm ermunterte durch Belohnung und Lob und ihm Autorität verschaffte durch Strafen, dann, so meine ich, würden die Menschen genauso zur Mitliebe und zum Austausch gegenseitigen Nutzens hintendieren, wie das Feuer nach oben steigt und das Wasser nach unten fließt. Der Herrscher, so denkt sich Modi die Sache, sollte also diese Maxime der Solidarität einfach allgemein propagieren und dann durch Belohnung und Strafe durchsetzen. Modi sieht darin überhaupt kein Problem und kann sich gar nicht vorstellen, warum das in irgendeiner Weise denn nicht funktionieren sollte. Er sagt, man kann den Menschen doch auch ganz andere Sachen befehlen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich ein Befehlshaber im Krieg bin, meinen Soldaten befehlen, einen Angriff auf eine feindliche Stellung zu unternehmen, bei dem sie höchstwahrscheinlich ihr Leben verlieren werden. Sie machen es trotzdem. Wenn man solche Sachen befehlen kann, sagt Modi, warum kann man dann nicht einfach befehlen, sich solidarisch miteinander zu verhalten? Hier sieht man wieder, Modi ist ganz der Techniker und Pragmatiker. Für ihn ist dann auch ein autoritärer Staat die Lösung der allermeisten Probleme. Der Staat garantiert nämlich ganz einfach, dass dieses Prinzip der Solidarität eingehalten wird, indem er ja, mit Belohnung und Strafe dafür sorgt, dass die Menschen sich daran halten. Daher vertritt Modi auch so etwas wie eine Vertragstheorie des Staates. Seine Idee ist folgende: In der Vergangenheit herrschten immer Chaos und Unordnung und ein Krieg jeder gegen jeden. Also so ganz ähnlich, wie wir das in der Philosophie der Aufklärung im Westen kennen, mit dieser Idee des Naturzustandes. Denken Sie nur an Hobbes. Dann aber, sagt Modi, erkannten die Menschen die Ursache von Chaos und Krieg und sahen ein, dass es der Mangel an staatlicher Ordnung war. Dieses Fehlen einer staatlichen Ordnung musste also beseitigt werden, damit Frieden und Wohlergehen entstehen konnten. Und daher entschloss man sich, eine Regierung einzusetzen. Auch hier sehen Sie wieder den Utilitarismus von Modi durchscheinen. Warum gibt es einen Staat? Nun, weil ein Staat nützlich ist. Ein Staat ist nützlich, um Ordnung und Sicherheit herzustellen. Und diese Einsicht, dass der Staat nützlich ist, um das eigene Wohlergehen zu befördern, ist die Grundlage dafür, dass es überhaupt einen Staat gibt. Ganz anders wieder als bei Konfuzius. Für Konfuzius, wir erinnern uns, war der Staat ja so eine Art Expansion der Familie, wenn Sie so wollen. Also die Familie ist die Keimzelle, ist der Kern der Gesellschaft und der Staat wird modelliert nach dem Vorbild der familiären Beziehungen. Der Herrscher ist sozusagen der Vater, die Untertanen die Kinder. Und der Staat an sich ist eine sehr große, abstrahierte Familie nach konfuzianischer Vorstellung. Für Modi ganz anders, der Staat ist einfach nur eine pragmatische Notwendigkeit. Der wird eingeführt, um das Leben zu erleichtern und sicherzustellen, dass es allen besser geht, als wenn sie sich gegenseitig die ganze Zeit an die Gurgel gehen. Mit anderen Worten, es ist für Modi ganz einfach nützlicher für die Menschen, wenn sie in einem geordneten, gut funktionierenden Staat leben, als wenn sie das nicht tun. Dieser Staat kann nämlich das utilitaristische Grundprinzip ganz einfach durchsetzen und dafür sorgen, dass jeder seinen Teil vom Nutzen abbekommt. Dieser Aspekt des autoritären Staates, der ist für Modis Philosophie durchaus wichtig, wenn es nämlich darum geht, ein sehr wichtiges Problem seiner Philosophie zu lösen, das sogenannte Trittbrettfahrerproblem. Worum geht's da? Nun, was ist ein Trittbrettfahrer? Ein Trittbrettfahrer, das ist jemand, der außen auf der Straßenbahn sich auf das Trittbrett draufstellt und mitfährt, ohne sich eine Karte zu kaufen. Heutzutage funktioniert das nicht mehr so gut, weil diese Trittbretter mittlerweile eingefahren werden, wenn die Straßenbahn losfährt. Aber ja, in den Frühzeiten des öffentlichen Nahverkehrs, da hat es sowas wohl gegeben. Warum ist das jetzt ein ethisches Problem? Nun ja, dass es eine Straßenbahn überhaupt gibt, das ist natürlich nützlich für alle. Also jeder profitiert davon, denn sonst müsste man halt die ganze Zeit zu Fuß laufen. Deshalb ist es eigentlich vernünftig, Fahrkarten zu kaufen, denn ohne die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf würde sich der Betrieb der Bahn gar nicht lohnen und die Straßenbahn müsste eingestellt werden. Das heißt, wir alle hätten einen großen Nachteil davon, wenn wir nicht die Fahrkarten kaufen würden, dann gäbe es nämlich nicht mehr die schöne Straßenbahn, mit der wir fahren können. Insofern ist es natürlich nützlich und sinnvoll für alle, wenn sich jeder eine Fahrkarte kauft. Aber
Noch nützlicher ist es natürlich, der Trittbrettfahrer zu sein. Noch nützlicher ist es, wenn sich alle anderen eine Fahrkarte kaufen, nur ich nicht. Denn dann habe ich alle Vorteile von der Straßenbahn, ich kann sie benutzen, wie ich will, und keine Nachteile. Ich muss also nichts bezahlen. Die Nachteile übernehmen dann schön die anderen für mich. Bloß wenn alle das machen, dann bricht natürlich das System zusammen. Trittbrettfahrer können nur da funktionieren, wo die Mehrheit eben kein Trittbrettfahrer ist. Aber sobald sich alle das denken, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich dafür bezahle, bricht das System insgesamt zusammen. Das heißt, man muss in irgendeiner Weise dafür sorgen, dass es so etwas wie Trittbrettfahrer nicht gibt. Auch Modi muss das machen. Auch Modi muss eine Lösung für dieses Problem finden. Er sagt, seid alle solidarisch miteinander und natürlich habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich solidarisch sein will mit den anderen, aber ich kann nicht entscheiden, ob die anderen solidarisch sein wollen mit mir. Ich kann mir eine Fahrkarte kaufen, aber ich kann nicht sicherstellen, dass die anderen sich eine Fahrkarte kaufen. Wie löst man dieses Problem? Nun, für Modi ist die Antwort ganz einfach, es ist der autoritäre Staat. Der autoritäre Staat bestraft einfach diejenigen, die vom Prinzip der Solidarität abweichen. Und ganz genauso, wie das die Deutsche Bahn auch tut, die Schwarzfahrer bezahlen lässt. Was ist aber mit Situationen, in denen der Staat nicht präsent ist? Also normalerweise kann der Staat auf einfache Weise mit Belohnung und Strafe garantieren, dass es keine Trittbrettfahrer gibt. Aber was ist in den Situationen, wenn der Staat keinen Zugriff hat? Hier kommt jetzt für Modi die Religion ins Spiel. Das ist auch wieder anders als bei Konfuzius. Also so ziemlich alles, merken Sie schon, ist bei Modi anders als bei Konfuzius. Konfuzius steht der Religion eher agnostisch gegenüber, vielleicht sogar atheistisch. Bei Xunzi hatten wir ja gesehen, dass das kein bisschen agnostisch mehr ist und dass er ganz klar sagt, nee, Götter und Geister gibt es eigentlich nicht. Aber insgesamt spielt für Konfuzius und die Konfuzianer Religion keine wichtige Rolle in ihrem Denken. Die Rituale ja, aber die Rituale sind sozusagen losgelöst von der konkreten metaphysischen Seite der Religion, also von dem Glauben, dass es wirklich Götter, Geister und so weiter gibt. Modi sieht die Sache anders. Er kritisiert die konfuzianische Haltung zur Religion und er verteidigt den traditionellen Glauben an die Existenz von Göttern und Geistern. Warum tut er das? Naja, dreimal dürfen Sie raten. Auch hier ist es wieder der Utilitarismus, der ihn motiviert. Götter und Geister sind nämlich Kontrollinstanzen, die auch dann noch funktionieren, wenn der Staat keinen Zugriff mehr hat. Also die Angst vor einer göttlichen Bestrafung oder die Angst vor dem Zorn der Götter, die sorgt dafür, dass Menschen sich auch dann an Regeln halten, wenn sie keine Angst haben müssen, von der Polizei oder sonst wem erwischt zu werden. Religion hat aber noch eine andere Funktion im Denken Modis. Sie ist in seinem System nämlich auch die Letztbegründung der Ethik. Er beruft sich dabei auf die traditionelle Vorstellung vom Himmel als einem quasi göttlichen Wesen. Das haben wir im Zusammenhang mit Mencius ja schon kennengelernt. Der Himmel wird für Modi dann aber, und das ist anders als bei Mencius, zum Maßstab dessen, was gut und was schlecht ist. Schauen wir uns mal hier ein Zitat an. Da heißt es, wenn Murse den Himmel zur Bewertung der Fürsten dieser Erde benutzt, so ist das nicht anders, als wenn der Radmacher den Zirkel oder der Tischler das Winkelmaß benutzt. Der Radmacher nimmt seinen Zirkel als Maß für alles, was auf Erden rund oder unrund ist. Er nennt alles, was innerhalb des Maßstabs liegt, rund und was außerhalb liegt, unrund. Deshalb benutzt Murse den Willen des Himmels als Maßstab. Nach oben gerichtet, wendet er ihn auf Könige und Vornehme dieser Erde an und auf das, was sie für recht und richtig halten. Nach unten gerichtet dient er ihm, das Volk im ganzen Land zu messen. Seine Lehren, seine Kultur und worüber es spricht. Was dem Willen des Himmels entspricht, nennt Murze ein gutes Verhalten. Was den Absichten des Himmels widerspricht, nennt er ein schlechtes Verhalten. Es sieht also hier so aus, als würde Murze so etwas wie eine Divine Command Ethik vertreten. Also eine Ethik, die behauptet, was gut und schlecht ist, kann nicht an sich bestimmt werden oder mit Rückgriff auf die menschliche Natur oder die Interessen von Subjekten oder so etwas, sondern es hängt von den Geboten eines Gottes ab. Was Gott gebietet, das ist gut. Oder in Murzes Terminologie formuliert, was der Himmel gebietet, das ist gut. So eine Divine-Command-Ethik führt aber ganz schnell in ein altbekanntes philosophisches Problem, nämlich das sogenannte Euthyphron-Dilemma. Euthyphron, das ist ein Priester in einem Dialog Platons, der auch nach ihm benannt ist. Also der Dialog selbst heißt auch Euthyphron.
Dieser Euthyphron ist ein Priester und der diskutiert mit Sokrates in diesem Dialog über die Frage, was eigentlich Frömmigkeit ist, beziehungsweise welches Verhalten eigentlich von den Göttern gut geheißen wird. Euthyphro ist in diesem Dialog übrigens gerade auf dem Weg zum Gericht, um in einem Prozess gegen seinen eigenen Vater auszusagen. Konfuzius hätte sich wahrscheinlich über diese Sache massiv beschwert, Sokrates aber nicht. Sokrates fragt nun, ist das, was du da tust, eigentlich fromm oder gottgefällig? Und im Laufe dieses Dialogs pinselt der Sokrates diesen Euthyphron immer weiter in die Ecke und stellt ihn irgendwann vor das Dilemma. Entweder, sagt Sokrates, das Gute ist gut, weil die Götter es befehlen. Aber dann wäre doch alles gut, was die Götter befehlen, allein weil sie es befehlen, egal wie schrecklich es ansonsten sein mag. Wenn die Götter uns nämlich jetzt befehlen, die Ungläubigen zu töten, dann muss das offensichtlich gut sein, weil die Götter es ja befehlen. Denn genau das folgt aus diesem Prinzip, das Gute ist deswegen gut, weil die Götter es befehlen. Die Götter können befehlen, was sie wollen. Es ist automatisch gut, allein aufgrund der Tatsache, dass sie es befohlen haben. Das führt zu, wie gesagt, eher unangenehmen Konsequenzen, nämlich wenn die Götter anfangen, uns Sachen zu befehlen, die gegen unser normales Verständnis von Gut verstoßen. Oder, das ist die andere Alternative, die Götter befehlen das Gute, weil es gut ist. Aber dann haben die Götter es nicht in der Hand, über das Gute zu entscheiden. Also dann können die Götter nicht selbst festlegen, was gut und was schlecht ist. Es muss also eine andere Quelle des Guten geben. Das Gute muss irgendwo anders herkommen oder wir müssen irgendwo anders her erklären können, warum das Gute gut ist und können nicht Rückgriff auf die Götter nehmen. Aber dann, wenn das so wäre, sind die Götter eigentlich vollkommen überflüssig für die Frage, was ist denn eigentlich das Gute? Wenn ich auf die Frage, was ist das Gute, antworte, das, was die Götter befehlen, dann aber sage, dass die Götter nur das Gute befehlen, weil es gut ist, dann kann ich die Götter eigentlich aus der ganzen Sache auch rausstreichen. Dann brauche ich in dieser Divine Command-Ethik das Divine Command eigentlich gar nicht mehr. Modi wählt die erste Seite des Dilemmas. Modi sagt, der Himmel ist der Maßstab des Guten. Also ist das Gute eben deshalb gut, weil der Himmel es befiehlt. Aber ist das wirklich so? Möglicherweise meint er das gar nicht so, auch wenn er es an vielen Stellen immer wieder so sagt. An einigen Stellen deutet Modi so etwas an, wie dass vernünftige Herrscher am Glauben an Götter und Geister festhalten sollen. Das ist das Richtige. Und man könnte dann in Gedanken hinzufügen, selbst wenn es nicht wahr sein sollte. Warum sollte Modi sowas tun? Also warum sollte Modi so vehement an einer Sache, die er eigentlich für illusionär hält, festhalten? Also an dem Glauben an einen göttlichen Hintergrund der Ethik? Hier ist es wieder der Utilitarismus. Es ist insgesamt ja nützlicher für die Welt als Ganze, wenn die Menschen an eine göttliche Quelle der Moral glauben, wenn sie eben glauben, dass es da eine göttliche Kontrollinstanz gibt, die darauf achtet, was sie tun und die Übertretungen der moralischen Prinzipien bestraft. Denn dadurch wird dieses Trittbrettfahrerproblem gelöst. Dafür spricht übrigens auch, dass die späteren Monisten diesen Bezug auf das Göttliche ganz aufgeben. Also bei Modi selbst werden immer noch die Götter und die Geister erwähnt und er verteidigt in seinem Buch ausführlich den Glauben an die traditionelle Religion und er verteidigt ausführlich die Berufung auf den Himmel als letzte Instanz der Ethik. Aber seine Schüler in späteren Jahrhunderten haben dieses Thema komplett fallen gelassen. Möglicherweise ist also die Religion für Modi auch nur eine Art notwendige Illusion. Was er aber nicht zugeben kann und auch nicht zugeben möchte, weil das eben seinem utilitaristischen Prinzip zuwiderlaufen würde. Wenn die Religion nicht wahr wäre, so könnte man mit Voltaire über Modi sagen, dann müsste sie wohl erfunden werden. Dieser Utilitarismus Modis, der trägt bisweilen auch recht, sagen wir mal, merkwürdige Blüten. Und er kommt zu Ideen, für die er jahrtausende lang kritisiert und auch verspottet worden ist. Bestes Beispiel dafür, im Buch Modi gibt es ein ganzes Kapitel, das übertitelt ist mit Gegen die Musik. In diesem Kapitel erklärt Modi sehr ausführlich, warum Musik nutzlos ist und warum, das dürfen wir wohl implizit daraus folgern, auch alle anderen Seiten von geistiger Kultur überflüssig sind, also auch Kunst und Literatur und so weiter und so fort. Das alles darf man wohl gemeinsam mit der Musik auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Gucken wir uns kurz ein kleines Beispiel dafür an. Da sagt Modi: Das Volk hat drei Sorgen: Das Hungernde nichts zu essen bekommen, das Frierende keine Kleidung bekommen, das Erschöpfte keine Erholung bekommen.
Das sind die drei Sorgen des Volkes. Da das so ist, würden wir sie angehen, indem wir Glocken schlagen, Trommeln rühren, Laute und Flöte spielen, Schilde und Äxte schwingen? Wie könnte das Volk so zu Nahrung und Kleidung kommen? Also hier sehen Sie wieder ganz klar den Modi als den Pragmatiker und den Technokraten, der für alles das, was auf den ersten Blick sinnlos erscheinen mag, überhaupt keine Funktion hat. Gleichzeitig ist er auch ein gutes Beispiel für Konfuzius' Maxime: Denken ohne zu lernen ist gefährlich. Modi baut sich hier in dieser Idee von einer Abschaffung der Musik, weil sie seiner Meinung nach unnützlich ist, die Illusion einer Gesellschaft, einer menschlichen Gesellschaft, die rein am Ideal des pragmatischen und materiellen Nutzens orientiert ist, in der Musik, Kunst, Kultur und so weiter überhaupt keinen Platz haben. Auch die Rituale übrigens, die für die Konfuzianer so wichtig sind, die verteufelt der Modi als verschwenderisch und überflüssig. Aber mit dieser Ignoranz gegenüber dem, was eigentlich ein normales und erfülltes menschliches Leben ausmacht, widersetzt er sich der menschlichen Natur und führt damit wahrscheinlich auch letzten Endes das Scheitern seiner Philosophie herbei. Sie ist einfach zu radikal. Sie will zu sehr das Neue, das Andere, das Überwinden der problematischen, weil nicht nützlichen menschlichen Natur. Und das kann auf lange Sicht wahrscheinlich nicht funktionieren. Und da behält Konfuzius recht mit seiner Idee: Denken ohne zu lernen ist gefährlich. Denken ohne verstanden zu haben, was eigentlich menschliches Leben ausmacht, das führt zu Illusionen und Luftschlössern, aber nicht zu einer echten Verbesserung der menschlichen Existenz. Modi ist also auf der einen Seite ein radikaler Denker. Er ist innovativ, er ist progressiv, er ist der erste echte Universalist und Rationalist in der chinesischen Philosophie. Und nicht wenige moderne westliche Interpreten haben versucht, an diesen Modi anzuknüpfen und zu sagen: Hier haben wir doch den ersten Proto-Wissenschaftler in der chinesischen Philosophie, den Logiker, den Rationalisten. Hier haben wir vielleicht auch sozusagen einen Proto-Sozialisten, der eine Idee von einer solidarischen, quasi sozialistischen Gesellschaft propagiert. Oder auch hier haben wir doch so eine Art von Proto-Christen, der die Idee der christlichen Nächstenliebe formuliert. Aber das alles sind wahrscheinlich eher Interpretationen aus der westlichen Perspektive, die versuchen, den Modi als etwas zu verstehen, was er letzten Endes nicht ist. Andererseits ist dieser Modi nicht bloß progressiv, sondern negativ gesehen ein naiver Pragmatiker. Einer, der sich in schlichten und rationalen Lösungen verliert, die so schlicht und trotzdem rational sind, dass er nicht mehr sieht, an welchem Punkt sie eigentlich an der Realität vorbeigehen.